Mahlzeit, meine Damen und Herren. Heute ist die Macht mit uns. Wir gehen in den neuen Star Wars Film, 6:15. Wir haben 10 Leute gefunden, die mit uns mitgehen. Also heute ist die Macht bei OnVista. Aber im DAX ist die Macht nicht. Der DAX ist jetzt seit Dienstag und heute eher auf der dunklen Seite zu Hause. Wir sehen es, leichte Minus war heute schon ein bisschen mehr. Trotzdem, nach dem guten Start in die Woche kommt der DAX irgendwie nicht mehr so aus dem Quark. Das Allzeithoch, was wir in diesem Jahr gesehen haben, besser gesagt das Jahreshoch, ist schon wieder ein bisschen weiter entfernt. Wir sind so schon wieder unter 13.400, sogar unter 13.300. Aber ich habe ja auch schon gestern gesagt, wir lassen uns nicht verrückt machen. Wer früh genug im Markt drin ist, kann das locker aussitzen. Es ist jetzt keine Trendwende oder sonst was. Die dunklen Wolken haben sich ja so ein bisschen verzogen. Phase 1-Deal scheint zu kommen. Brexit scheint jetzt auch in geregelten Bahnen zu laufen. Jetzt müssen wir nur abwarten, ob Donald Trump sich ein neues Spielfeld sucht, ob er sagt, okay, mit China bin ich jetzt so weit d'accord, dass ich auf die EU losgehen kann. Das ist vielleicht so ein bisschen die Sorge, die jetzt auf dem DAX lastet. Dann kommen die Autobauer ins Spiel. Da muss man gucken, ob er tatsächlich Strafzölle jetzt gegen Autobauer, gegen europäische Autobauer erhebt. Aber trotzdem erstmal ist alles noch in Ordnung. Man muss sich keine Sorgen machen, auch wenn der DAX jetzt ein paar Gänge zurückgeschaltet hat. Wenn wir auf Jahressicht sehen, sind wir weit im Plus, fast 25%. Und da muss man sagen, da kann man ja mehr als zufrieden sein, wenn das Jahr jetzt in dieser Marke ausklingt. Also lassen wir uns auch von dem heutigen Minus im DAX, was ja auch nicht so groß ist, nicht entmutigen. Wirecard gibt es Neuigkeiten, eine neue Kooperation. Diesmal profitiert die Aktie auch davon. Der neue Partner heißt Get Your Guide, ist ein Online-Buchungsportal für ganz spezielle Reisen. Also da kann man sich was ganz Spezielles machen. Wirecard sagt, hier ist ein Riesenpotenzial, ein Milliardenmarkt, der immer mehr wächst und wächst. Und vor allen Dingen der Markt, der in der Touristikbranche, wenn man es dann noch so nennen will, am stärksten wächst, bis zu 20 Milliarden Potenzial. Also am Ende, also von daher muss man sagen, eine gute Kooperation, die Wirecard jetzt hier gestartet hat. Und heute kann die Aktie auch mal davon profitieren, aber so einen Befreiungsschlag oder so kann man immer noch nicht da ausmachen. Also es bleibt alles beim Alten. Ich habe immer noch nicht ins Arriva-Forum geguckt, bin ich noch nicht zugekommen, aber ich werde es nochmal nachholen und deswegen belassen wir es auch jetzt hier bei Wirecard, dass es eigentlich im Grunde genommen wieder eine gute Kooperation gibt. Markus Braun auch gesagt hat, 2020 wird outstanding und davon kann man auch ausgehen, aber vielleicht sollte er ein bisschen beim Spoilern auf die Bremse treten, damit er auch mal wieder ein bisschen Überraschungspotenzial für die Aktie hat. Aber die Shorties, wie gesagt, halten ja auch dagegen. Das ganze Spielchen ist noch nicht ausgegangen und vielleicht auch noch ein kleiner Nachtrag zum DAX. Wir haben am Freitag großen Verfallstag, den Hexensabbat. Deswegen kann es natürlich auch sein, dass die Kurse jetzt von den großen Anlegern noch ein bisschen in die Richtung gelenkt werden, wie sie es dann am Freitag brauchen. Das könnte natürlich auch ein Grund sein, warum der DAX jetzt nicht mehr weiter nach oben kommt. Wer weiß, wie viele Positionen die da eingegangen sind. Deutsche Post leidet heute unter einer Gewinnwarnung aus den USA. Zwar nicht so richtig, wir sehen es, die Aktie ist dann wieder im Plus. Heute früh war sie ein bisschen im Minus. FedEx hat gewarnt, die Aktie ist um 5,5% eingebrochen. Also von daher auch eine kleine Belastung für die Deutsche Post. Aber in dem schwachen Markt dann heute im Plus zu liegen, muss man sagen, das Ganze belastet dann unterm Strich wohl doch nicht so stark. Gucken wir uns die Tops und Flops an. Wir sehen Wirecard auf Platz 1, Beiersdorf, Bayer, Chemie, Bayer wieder im Plus. Habe ich ja auch aufgenommen in mein Musterdepot. Da gucken wir nachher auch nochmal drauf für 2020. Die Autowerte heute ein bisschen im Minus. Wir sehen es MTU auch. Alles ein bisschen geschuldet der guten Entwicklung und bei Daimler ist natürlich immer noch so ein bisschen Unsicherheit drin und ansonsten lässt sich jetzt keine so Tendenz ausmachen, dass die Anleger irgendwie groß umschichten oder sich ein neuer Trend entwickelt. Vielleicht leidet Daimler auch ein bisschen unter dem Thema, zu dem wir jetzt kommen. Fiat Chrysler und Peugeot haben eben ihre neue Kooperation, besser gesagt ihre Fusion, Elefantenhochzeit, bekannt gegeben. Es ist eine Fusion, untergleichen soll es werden. Die Aktie leidet heute auch so ein bisschen drunter. Es entsteht der viertgrößte Autobauer der Welt. Für beide Seiten irgendwo klare Win-Win-Situation. Fiat Chrysler hat die Elektromobilität und alles so ein bisschen verschlafen und musste natürlich jetzt händeringend nach einem Partner suchen, der da schon um einiges weiter ist als man selbst. Da ist man jetzt auf Peugeot dann gekommen letztendlich. Die erwerben damit die Eintrittsmarkt oder den Eintrittsmarkt in die USA und da, wo Fiat Chrysler überall zu Hause ist, also für die auch ein neues Absatzpotenzial. Also hier entsteht was Großes und das kann man in Ruhe verfolgen. Es könnte auch was Gutes werden, wenn man das unterm Strich beobachtet. Evotec ist auch heute nur im leichten Minus, obwohl es auch gute Nachrichten gibt. Es gibt eine neue Kooperation, besser gesagt die Kooperation mit dem französischen Pharmaunternehmen Sanofi wird ausgebaut. Und trotzdem, wir sind ja über die 22,50 rüber heute. Die Aktie ist im Plus gestartet, ist jetzt wieder ein bisschen zurückgekommen. Wir müssen jetzt gucken, ob sich das hier bewahrheitet, dass man da drüber bleibt. Wir haben ja auch viel darüber hier auch schon diskutiert, warum die Aktie nicht so richtig aus dem Quark kommt. Bei Morphosis oder bei BioNTech haben wir das ja alles gesehen und die sind ja richtig gut unterwegs. Und hier muss
muss man jetzt sagen, da hapert es noch so ein bisschen, aber ich denke, da müssen wir uns nicht, da muss einem nicht Angst und Bange werden, wenn die Nachrichtenlage weiter so bleibt und die Zahlen auch, was ja alles bislang passt, dann dürfte die Aktie auch mal wieder, wenn der nächste Schwung kommt, auch weiter nach oben gehen. Nemetschek auch leicht im Minus, gibt es heute eine Übernahme, aber die ist, hört sich auch alles ganz gut an. Man geht in den Digitalmarkt rein, man geht in die USA rein, man wird hier zum größten Anbieter im Softwarebereich, wo sie tätig sind, für eben digitale Medien. Und von daher ist das eigentlich auch ein guter Schritt, aber die Aktie trotzdem leicht im Minus. Wir kennen das ja, wenn da jemanden übernimmt, der Preis ist jetzt auch nicht so hoch, dann ist man erstmal ein bisschen skeptisch. Aber unterm Strich glaube ich auch, dass wir ja beim Nemetschek eine gute Übernahme sehen und dass das die Aktie auch in den kommenden Wochen und vor allem im neuen Jahr einpreisen wird. Zwiebel des Tages, da haben wir heute eine Riesenauswahl. Wir sehen es, man weiß gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Junge Heinrich tritt für 2020 auf die Bremse. Was die Anleger davon halten, sehen wir hier ein Minus von 20,26%. Also die Aktie, der Aktie bekommt das heute gar nicht, der Ausblick, den Junge Heinrich auf das kommende Geschäftsjahr geliefert hat. Alles ist ein bisschen rückläufig und da in solchen Phasen, wo die Anleger eh schon so ein bisschen skeptisch und kritisch gerade auch mal hingucken, kommen solche Nachrichten natürlich nicht so gut. Also Junge Heinrich 20% im Minus. Bang & Olufsen in der gleichen Region ungefähr, die haben sich schon wieder ein bisschen erholt. Die haben auch eine Umsatzwarnung rausgegeben und wir sehen es, 14,4%. Auch ein klarer Kandidat für Zwiebel des Tages. Ich glaube, die haben auch so ein bisschen den Trend verschlafen und auf der anderen Seite macht ihn besonders Alexa und alle Lautsprecher zu schaffen. Da hat man lieber eben die billigere Alexa als das teure Gerät von Bang & Olufsen. Als ich noch jung war, waren es ja die Top-Geräte. Da musste ja jeder so einen CD-Player an der Wand hängen haben, der was auf sich hielt und er hatte von Bang & Olufsen und dann konnte man mit der Hand wischen und dann ging der auf und das war alles bombastisch. Braucht man heute alles nicht mehr. Man braucht den mit dem Internet verbundenen Lautsprecher. Da spielt man dann eben sein Spotify oder egal welchen Music-Streaming-Dienst man hat ab. Geht natürlich bei Bang & Olufsen mittlerweile auch, aber trotzdem glaube ich, dass der Trend für die Elektrogeräte wirklich verschlafen ist. Und wir sehen es auch am Kurs hier. Also ich denke, da muss man jetzt nicht sagen, oh gut, 14% zurückgekommen ist eine Chance. Für mich ist die Aktie auf gar nichts, also auf keinen Fall was fürs Depot. Und wer sie hat, sollte tatsächlich darüber nachdenken, sehr mit fliehenden Fahnen davon zu laufen. Staffline, auch ein Wert. Wir sehen es hier von der Insel. Arbeitsvermittler, man kann seinen neuen Job über Staffline finden, die haben heute auch eine Gewinnwarnung rausgebracht und wir sehen es, 24,04%, also auch ein klarer Kandidat für Zwiebel des Tages. Also man muss sagen, heute haben wir wieder ein ganzes Säckchen voller Zwiebeln und von daher muss man sagen, da muss man als auch ein bisschen aufpassen und hier würde ich auch erstmal sagen, wir sehen es an der Kursentwicklung von Staffline, also das ist nichts, wo man irgendwie drüber nachdenken müsste, ob einem nach so einem Rücksetzer jetzt erneut die Finger irgendwie jucken könnten. Auch hier gilt die klare Devise, zur Kenntnis genommen, von der Watchlist geschmissen, fertig, aus. Und wo wir beim Thema Watchlist sind, gucken wir direkt nochmal drauf und wir sehen es, BioNTech macht fast die 100% jetzt in einem Monat voll. Also da haben wir wirklich ein gutes Händchen gehabt. Also die Aktie auch gestern wieder 5,46% im Plus. PowerCell gibt ein bisschen nach, Apple hat gestern leicht nachgegeben. Aber ansonsten, Sie sehen es auch hier. Da sind wir wieder bei dem Thema, lasse ich mich jetzt davon verrückt machen, dass der DAX nicht so richtig in Schwung kommt? Oder warum kann er nicht mit den US-Märkten nachziehen? Auch der Dow Jones hat gestern kein neues Allzeithoch gemacht, aber dafür haben wir es im S&P 500 gesehen und an der Nasdaq. Aber der DAX muss jetzt nicht unbedingt auch da so hinterher sprinten. Lassen Sie sich bitte nicht nervös machen. Bleiben Sie ruhig, bleiben Sie gelassen, überprüfen Sie Ihr Depot. Es gibt immer wieder Anleger, die den Fehler machen, die Aktien, die gut laufen, rauszuschmeißen, um Gewinne mitzunehmen. Und dann die Aktien, die im Minus liegen, weil man kann sich ja nicht vertun oder man ist ja, da hat man nicht aufs falsche Pferd gesetzt und so, und behalten die Aktien dann im Depot in der Hoffnung, dass sie irgendwann wieder ins Plus läuft. Das ist eben genau die falsche Einstellung. Lassen Sie Ihre Gewinne laufen und überprüfen Sie die Positionen, die im roten Bereich liegen. Gucken Sie da drauf, gucken Sie, wie die Aussichten sind, gucken Sie da drauf, kann das tatsächlich nochmal ins Plus gehen? Und wenn es nicht der Fall ist und wenn Sie zu der Überzeugung gekommen sind, das funktioniert nicht mehr, dann schmeißen Sie die Aktie raus, auch wenn es weh tut, weil Sie einen Verlust damit machen. Unterm Strich, woanders angelegt, holen Sie das Geld eher rein, als wenn Sie auf die Aktie weiter vertrauen. Gerne auch mal hier nachfragen. Wir wissen ja, wir haben Q&A, können wir alles gerne mal machen. Schicken Sie Ihre Aktien ein, aber trotzdem machen Sie nicht den Fehler und trennen sich von den Positionen, die gut laufen, weil Sie denken, oh, 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 es wird ein bisschen schlimmer, und behalten die Positionen aber, die im Minus liegen, wo die Aussichten vielleicht viel, viel schlechter sind. Rücksetzer sind immer wieder da, Rücksetzer können aber auch Gelegenheiten sein. Gucken wir noch kurz aufs Musterdepot.
Ich habe nochmal zwei Werte mit reingenommen, und zwar habe ich auch heute Evotec mit reingenommen und Nel haben wir auch gestern mit reingenommen, also von daher, und Bayer haben wir heute auch noch dazu genommen. Die drei Werte habe ich heute noch ins Musterdepot für 2020 reingekauft, wenn sie ein bisschen zurückkommen. Ich habe sie direkt zu Handelsbeginn gekauft, also von daher liegen die Positionen jetzt auch im Minus, hätte natürlich ein bisschen warten können, aber ich habe sie trotzdem heute früh sofort ins Musterdepot reingekauft. Unterm Strich sehen wir trotzdem, ist alles noch ein bisschen im Plus. Und von daher lassen wir es auch einfach laufen, meine Damen und Herren. Und jetzt sage ich Ihnen, gehen wir gleich zu Star Wars. Ich hoffe, Sie haben heute einen schönen Tag. Wir werden ihn auf jeden Fall hier haben. Und wir sehen uns morgen wieder bei der neuen Ausgabe von Mahlzeit.